Und da oben habe ich gegessen Ameisen. Ameisen im Blatt. Das zweite kam dazu, da kamen dann kleine Frösche. Die schmecken sehr, sehr gut. Die werden im Wok gebraten, sind hervorragend. Das ist ein wunderbarer Snack. Die Leute, die im Grunde hierher kommen sollten, auch aus Österreich oder aus welchen, die sollten das auch mal probieren. Und nicht nur immer im Hotel sitzen. Und nicht nur immer im Hotel sitzen. Und nicht nur immer im Hotel sitzen. Drei Freunde treffen völlig ausgebrannt aufeinander und beschließen eine Reise in ein uns bekanntes, doch für sie völlig unbekanntes Land. Wie lange die Reise dauern soll und was dort geschehen wird, hängt ganz von ihnen ab. Denn sie bezeichnen sich selbst als die Reiseheisel. Und sie wissen nur eins: Thailand ist Leihwand. Das ist Stefan. Stefan ist ein Fitnessfreak und verbringt die Hälfte seiner produktiven Zeit im Fitnessstudio und die andere Hälfte beim Proteinshaker. Die Frauen stehen zwar Schlange, aber sie bleiben ihm nie lange. Denn sollten sie ihm bleiben, müsste er sich entscheiden. Ich oder die Hantelbank, was ist dir lieber? Stefan, pfeif drauf, sauf aus und rein in den Flieger. Das ist Daniel. Daniel ist ein ambitionierter Fotograf und betrachtet alles stets durch seine Kamera. Er geht mit ihr schlafen, er wacht mit ihr auf, er geht mit ihr essen. Ja, das war sein Tagesablauf. Daniel, du musst dich jetzt nicht von deiner Kamera trennen, aber rein in den Flieger, dort kannst du weiter flennen. Da wäre noch Bernhard. Wenn er eine Leidenschaft im Laufe seines Lebens für etwas entwickelt hat, dann ist es das Lesen von Landkarten. Als Reisender findet er immer den schnellsten Weg und die richtige Route. Von Land zu Land, von Land zu Land zu Land. Er erkennt jedes Ziel, weiß immer weiter. Bernhard, setz dich dazu. Wir brauchen noch einen Reiseleiter. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok zwischengelandet, heißt es für die Reiseheiseln: einmal umsteigen bitte. Denn der nächste Flieger startet gleich und fliegt wieder zurück nach Österreich. Nein, natürlich nicht. Urlaub ist Pflicht. In Bangkok möchte Bernhard jedoch auch nicht verweilen und will sich aus diesem Grund auf Phuket abseilen. Koh Phuket bildet zusammen mit kleineren Nebeninseln die Provinz Phuket mit der gleichnamigen Hauptstadt Phuket. Mit einer Länge von 50 Kilometern und einer Breite von 22 Kilometern ist sie etwa 543 Quadratkilometer groß und damit Thailands größte Insel. Sie besitzt als einzige Insel den Status einer Provinz. Die Insel lebt heute überwiegend vom Tourismus, welcher sie auch zur reichsten Provinz Thailands macht. Westküste gibt es über 20 malerische Sandstrände. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei, vom typischen Touristenstrand bis hin zum kleinen verträumten Fleckchen Sand. Sie sind das Ziel touristischer Pauschalurlauber aus der ganzen Welt. Das Innere der Insel war früher von dichtem Dschungel bedeckt, in dem eine vielfältige Fauna beheimatet war. Heute gibt es nur noch einige wenige Stellen, an denen ein Dschungel wachsen kann. Hauptsächlich jedoch ist die Insel heute mit Kokospalmen bewachsen.
wir sind gerade in Phuket angekommen. Es ist extrem viel los auf den Straßen, sehr stressig. Das ist nämlich so wie ein Jugendhostel, wo der uns hinbringt. Das ist okay. Einfach mal viel zu hoch. Rooftop! Das ist auch nicht von der Kamera, oder? Ja. Das schneidet ihr weg. Ne? Ja. Präsentiert von den Reisehaiseln.